Guten Morgen, Trader. Mittwoch, 5. April. Lass uns sehen, was die Märkte machen. Short gestern, Aussie gegen Yen ist noch offen. Der Markt ist erstmal in die antizipierte Richtung gelaufen. Wie wir sehen, ist es aber kein Trend, der 45 Grad ist, sondern zu steil. Die korrigieren sich normalerweise, alles noch in Ordnung, auch nicht ausgestoppt. Wir arbeiten hier auch mit ein Drittel der Position erst, die aufgebaut ist. Also alles noch okay. Die Erwartungshaltung ist, dass die Woche nochmal schwierig wird von den Fundamentalzahlen und deshalb nochmal Risk-Off in den Markt reinkommt. Risiko für den Trade ist, dass Risk-On in den Markt kommt, dass die Zahlen sehr gut sind und dann werden wir ausgestoppt. Aber harren wir der Dinge, die da kommen. Über Nacht Yen und Aussie beide Stärke gesehen, aber auch Neuseeland-Dollar Schwäche, unter Umständen verzögerte Reaktion auf die doch im Grunde positiven Daten gestern, aber wir haben eigentlich einfach nur eine Gegenbewegung in Neuseeland gesehen und Aussie hatte sich erholt. Warum? Weil Kupfer angezogen hat. Über Nacht kam China wieder in den Markt, die hatten ja davor Holiday. Also haben wir eine Erholung in Öl als auch in Kupfer und anderen Rohstoffen gesehen. Wichtige Zahlen heute, wir haben im Fund Services PMI, da schauen wir alle drauf, wird ganz marginal besser erwartet. Dann haben wir ADP, Non-Farm Employment Change in den USA heute Nachmittag, kann ein Indikator für die extrem wichtigen Non-Farm Payroll Zahlen heute Nachmittag werden. Warum extrem wichtig? Weil wir weitere Datenpunkte brauchen, auch die Fed, um zu sehen, in welche Richtung sich die Volkswirtschaft weiter bewegen wird. Und das hat dann einen Einfluss auf die Modelle der Fed und dann wiederum auf ihre Geldmarktpolitik. Dann haben wir ISM Non-Manufacturing PMI heute Abend in den USA oder heute Nachmittag, Spätnachmittag. Auch das ein wichtiger Datenpunkt, wird leicht schwächer erwartet, aber weiterhin PMI-Daten über 50 sind expansiv. Auch hier ähnlich wichtiges Auge. Und heute Abend um 8 Uhr dann die FOMC Meeting Minutes vom letzten Meeting. Da werden die Analysten ein Auge drauf werfen. Hat die Fed noch irgendetwas im Protokoll stehen gehabt, was am Mikrofon bei dem Meeting nicht gesagt wurde, was uns eine Indikation geben kann, in welche Richtung sich die Geldmarktpolitik bewegt. Deswegen der Markt insgesamt, wenn wir uns den Dollarindex ansehen, seitwärts. Wir schauen gemeinsam darauf. Dollar-Index bei Pari 50 seitwärts seit 3 Tagen. Das ist ein klassisches Verhalten. Warten auf die Fed, auf die Zahlen, auf die Wirtschaftszahlen, Entschuldigung. US-Öl 51,35 im Moment hält sich also über der 51. Das ist positiv und Kupfer leicht über 2,60. Das hat sich in den letzten Tagen als eine interessante Marke herauskristallisiert. Also auch das im Grunde ein seitwärts sich bewegender Markt, aber unter Umständen jetzt gerade sich leicht erholend. So, Märkte und Trade. Gestern, was hatten wir gestern? Wir hatten auf der einen Seite, wie avisiert, Kiwi-GDT-Preise, die kamen positiv und Milchpowder-Preise kamen ebenso positiv, aber wir hatten wenig Reaktion beim Kiwi. Das ist immer sehr merklich, kann ich euch mal mitteilen. Ein Markt, der aufgrund von Fundamentaldaten steigen, in Anführungszeichen sollte, in Anführungszeichen, weil ein Markt muss und soll gar nichts. Ja? Aber das spricht inhärent für Schwäche. Wenn gute Zahlen nicht zum Preisanstieg führen, ist das inhärente Schwäche. Das heißt, Kapital fließt da aus. Pfund, UK Construction PMI kam ein bisschen schwächer, leichte Schwäche im Pfund, aber diese Zahl war nicht so signifikant. Services PMI ist wichtiger. WTI über 51 haben wir gesehen, führte dann zu kanadischer Dollarstärke. Warum? Wir hatten API Inventories. Letztes Mal lag also 1,9 Millionen Barrels Öl mehr auf Halde, auf Lager. Und gestern kam raus, dass minus 1,8, also Öl wurde aus Lagern abverkauft. Das ist wichtig, das ist gut, das ist positiv für den Ölmarkt. Ölpreis konnte sich dadurch ein bisschen erholen. Zudem sagt sie Irak, sie versprechen Kooperation mit der OPEC, um den Ölpreis weiter zu verbessern. Dann hatten wir noch die Produktion in Libyens Sharara Ölfeld, welches wieder online geht mit täglich 200.000 Barrels pro Tag. Das ist dahingehend interessant, das ist eine ähnliche Kapazität wie vor der Unterbrechung. Also alles recht positiv.
positiv, wobei Libyen hätte drücken können, aber 200.000 ist da nicht signifikant genügend. Auch für die Futures-Trader interessant, die CME hat gestern die Margenanforderung für WTI auf 2.700 Dollar runtergenommen. Das machen die Modelle der CME nur, wenn die Volatilität ein bisschen rausgeht. Und die Volatilität ist anscheinend ein bisschen rausgegangen, sonst würden sie die Margenanforderungen nicht verringern. So, dann interessant, Richmond Fed President Lecker hat gestern sein Amt niedergelegt. Es kam raus, dass er vor ein paar Jahren Medley Insider-Informationen über Geldmarktpolitik preisgegeben hatte. Aber man muss sagen, er wäre im Oktober sowieso in Rente gegangen. Von daher nicht ganz so ein Wirbel. Und in den USA ist das ganze Fall schon seit einigen Jahren bekannt, deshalb auch keine Reaktion. Dafür sprechend, wie die Aktien seitwärts gehen, gehen auch die Staatsanleihen seitwärts. T-Note Future gestern haben unverändert bei 1,2501 geschlossen. Dollar-Yen kann 110 nicht brechen. Ja, hier sind Handwerker im Haus, kann nichts dafür. Dollar-Yen kann die 110 nicht brechen, solange die 10-Jahres-Renditen um die 2,30 halten. Und die 10-Jahres-Renditen halten im Moment bei, gucken nochmal drauf, 2,353, also leichter Abverkauf sogar. So, Kupfer 2,60, wichtiges Niveau, hatten wir schon drauf geschaut. Aussie Kiwi Shorts profitieren in diesem Fall von einer leicht positiven Carry, wenn du also den Aussie Dollar shortest mit 1,50 an Zinsen und dagegen Kiwi verdienst mit 1,75, hast du eine leicht positive Carry auf die Position. Asien uneinheitlich, sehen wir. Shanghai kam halt aus dem Holiday zurück, deshalb hatten die ein bisschen Aufholbedarf. Kokskohle über Nacht plus 7% aufgrund, und jetzt wieder wichtiges Wort, erwarteten Angebotsschwierigkeiten bedingt durch den Zyklop Debbie. Da sahen wir sofort Stärke im sogenannten Materials-Sektor bei den Aktien. Erwartete Angebotsschwierigkeiten. Die Märkte sind immer 9+ Monate in der Zukunft, also 9 oder mehr Monate in der Zukunft. Wir handeln nur Erwartungen. Es ist völlig Latte, was tatsächlich gerade passiert. Es interessiert uns nur, was erwartet wird. Es ist ein riesengroßes Game, ein Spiel. Was erwarten die anderen und handeln sie darauf und kann ich deren Handlung antizipieren? Das ist das Spiel an den Märkten. BHP deklarierte daraufhin Force Majeure in BMA und BMC in Australien. Zudem, BHP ist halt höhere, Force Majeure ist höhere Gewalt, ne? Aufgrund von dem Zyklop, weil sie halt Schäden hatten. Und BHP sagt, der Minenstreik in Chile kostet sie um die 1 Milliarde Dollar oder mehr. Also machen wir uns doch mal den Spaß und schauen uns die BHP-Aktie an. Wir hatten Point of Control hier bei diesem Niveau 38,32. Wir haben Lower Edge und Roll Reversal hier bei 33,55. Erwartungshaltung ist also, dass, wenn wir fundamental weiter negative Headlines bekommen, dieser Wert Richtung 33,30 tendiert. Okay. Übrigens keine Investor-Advice hier, ne? Ist alles nur zu Ausbildungszwecken. Danke. EZB Liikanen sagt, Zinsen bleiben unbestritten niedrig bis zum Ende der Ankaufprogramme. Dovish für den Euro, ja? Euro-Schwäche impliziert. Dollar, FX-Märkte allgemein, Dollar seitwärts haben wir gesehen, Dollar-Yen-Chop, hier haben wir drüber gesprochen, Dollar-Cut wieder unter 1,34. Logisch, wenn Cut Stärke sieht und Dollar nichts macht. Aussie-Dollar versuchte eine Recovery nach der RBA-Schwäche aufgrund der Rohstofferholung, die wir uns insgesamt angesehen haben. Aber Trade lebt weiter. Kupfer wieder leicht stärker, China wieder als größter Konsument zurück aus dem Urlaub. Geopolitik: Nordkorea feuert Mittelstreckenrakete. Fanden Südkorea und Japan nicht lustig. Coba baut 7.800 Stellen in Deutschland ab. Deutsche Bank hat genügend Interesse für eine Aktienaufstockung. Und VWPH wird Aufsichtsrat im Frühjahr verlassen. Wunderbar. Tradeplan heute, keine Ausbildungsfolie, zu wenig Zeit. Short Euro Kanada. Warum? Seitwärts im Moment im Euro, aber Likans Aussagen definitiv dovish. Also die Bullen müssen sich da nochmal am Kopf fassen. Und kanadischer Dollar WTI sieht Stärke. Was sind die Risiken für den Trade? Natürlich eine Umkehr im Ölpreis. Das kann kommen, wenn wir entweder Risk-Off haben oder die Ölzahlen heute Nachmittag anders kommen, also so, dass sie negativ für Öl sind. Oder dass wir OPEC, soll das heißen, OPEC-Nachrichten haben, die für das Ölsentiment
bärisch sind. Und für Euro ebenso schwenkt das Sentiment auf bullisch, dann würde dieser Trade nicht performen. Im Moment ist es aber so, wir hatten gestern zweite TV-Debatte der französischen Präsidentschaftskandidaten. Le Pen hat massiv underperformed. Das nimmt auch nochmal das Überseerisiko aus dem Euro-Short raus im Grunde. Aber die Frage ist, wie viel ist da noch eingepreist? Also, dawische Aussage über dem eigentlich positiven TV-Debatte gestern für den Euro, Short Euro. Schauen wir uns den Trade schnell zusammen an. Das heißt, wir haben hier eine riesengroße Seitwärtsbewegung. Wir müssten uns im Grunde hier durchbeißen und dann können wir in Richtung Target laufen. Ja? Kannst die Position jetzt dritteln? Ausbildungszwecke. Entweder gucken, ob wir uns hier durch diesen Puffer durchbeißen, ein Drittel dann, oder du sagst ein Drittel hier, zweites Drittel da, oder du arbeitest mit Hälften, bilde dich alles aus, kommt ins Seminar, lernt ihr das ordentlich. Okay. Das ist sehr laut hier im Hintergrund. Ich entschuldige mich. Macht's gut. Vorsichtiges Trading. Die Märkte sind immer schwierig in der NFP-Woche. Das seht ihr auch. Wir sind seitwärts. Keine richtige Meinung im Moment, ja? Aber nichtsdestotrotz, wir verdienen schon unser Geld. Macht's gut. Bis morgen. Bye, bye.